Herzlich willkommen bei Inakustik. Ich darf Ihnen vorstellen, Holger Wachsmann, unser Produktentwickler für Hallo. Den Bereich Kabel. Mein Name ist Dieter Ammann. Wir versuchen euch in den nächsten Filmen ein bisschen unsere technischen Details vorzustellen von den Produkten, die wir zum Teil selbst fertigen, zum Teil vermarkten. Inakustik selber ist seit 42 Jahren am Markt und wir versuchen, eine Kette, eine HiFi-Kette zusammenzustellen mit den Produkten, die wir haben, die so wenig wie möglich produziert, so dass der Klang, der Künstler oder wo vom Künstler auf Bühne oder im Studio aufgenommen wird, quasi zu Ihnen ins Wohnzimmer nach Hause kommt, so unverfälscht wie überhaupt nur möglich. Ja, Holger, wir haben immer wieder die Anfragen von unseren Endkunden, dass die sich fragen, was bringt Kabel überhaupt? Mhm. Ja, ist Kabel doch auch Voodoo? Wir haben genügend Mitbewerber, die eben halt eine schicke Verkleidung machen, mhm. Aber niemals drüber reden, was da drin ist. Mhm. Hat vielleicht Gründe. Aber gibt es denn das ideale Kabel aus deiner Sicht? Kannst du da unseren Zuschauern mal was dazu sagen? Ja, klar. Also ich möchte vielleicht so anfangen. Kabel ist halt auch eine Komponente aus unserer Sicht. Das heißt, sie ist natürlich in der Kette vorhanden. Das heißt, ich muss das Musiksignal, das irgendwo mal eben von einem Künstler aufgenommen wurde, das sehr fein abgemischt wurde, muss transportiert werden, am Ende ans menschliche Ohr. Das menschliche Ohr sei da gesagt, das ist ein sehr, sehr empfindliches Organ. Das war früher mal überlebenswichtig, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ja, also heutzutage immer noch, wenn ich durch den Wald laufe, ich höre irgendwo ein Geräusch, ich höre eine Vogelstimme, irgendwas. Man kann relativ genau sagen, aus welcher Richtung das kommt. Man kann sogar einschätzen, wie weit das Geräusch entfernt ist. Also das Organ, das menschliche Organ ist sehr empfindlich und dementsprechend empfindlich reagiert es auch auf Veränderungen im Klang. Und da kommen wir wieder zum Kabel zurück. Ich kann die tollsten Komponenten haben, ich kann die tollsten Aufnahmen haben, ich kann den tollsten Lautsprecher haben. Ein Kabel ist ein Nadelöhr. Wir haben es hier mit Technik zu tun, wir haben es mit technischen, mit physikalischen Effekten zu tun, die den Klang, also die Übertragungseigenschaften und damit den Klang letztendlich beeinflussen. Und insofern gibt es erst einmal grundsätzlich Unterschiede bei Kabeln. Das ideale Kabel wäre natürlich das, was elektrisch gesehen gar nicht da ist. Aus unserer Sicht ist halt das ideale Kabel, was sich so unauffällig wie möglich in der gesamten Kette verhält. Das heißt also, das Kabel muss dann an die jeweilige Anwendung auch angepasst sein. Also sei mal gesagt, ein Lautsprecherkabel ist natürlich ganz anders aufgebaut und konstruiert als ein Cinch-Kabel. Und insofern robbt man sich da Stück für Stück an das ideale Kabel heran, indem man einfach die physikalischen Effekte und den Einfluss, den ein Kabel einfach nehmen kann, so gut wie möglich reduziert. Das ist so das der Punkt. Ja, schön erklärt, Holger. Mhm. Wenn man jetzt mal die Historie von uns anguckt, die wir all die Jahre hatten und gerade wenn wir zwei dann zusammensetzen und uns überlegen, neues Kabel, unser Credo ist immer, wir bringen neues Kabel nur, mhm. wenn wir wirklich einen besseren Klang erzielen können, beziehungsweise den auch raushören können, definieren können letztlich dann auch. Und da kann ich Ihnen versprechen, da haben wir schon vieles in die Tonne geschmissen. Ja, aber erstmal vielen Dank bis dahin. Ja. Ich denke, wir steigen in den Folgevideos so weit ein, dass wir Ihnen mal unsere R-Technologie, unsere Referenzprodukte einfach näher erläutern. Viel Spaß beim Weiterschauen. Vielen Dank.